Das Fenster zur Welt. Alexander hat gesagt, das seid ihr doch für eine großartige Band. Sie freut sich wieder riesig auf euer neues Werk und auf viele wunderbare Konzerte. Richtig schön. Und auch Karin ist totaler Fan vom Video. Und Arno hat eine, so quasi die Million-Dollar-Question gestellt. Seid ihr selbst verheiratet? Nächsten Freitag, jetzt haben wir es eben schon geöffnet. Jetzt kommt eben die, das ist eine ganz gute Frage. Danke, Arno. Arno, genau. Weil am Freitag wird eben das Geheimnis gelüftet. Wenn man das kaufen würde und dann öffnet, und das machen wir eben jetzt nicht so sehr, dann kommt die Auflösung. Und darum dürfen wir das gar nicht erzählen jetzt. Gott, ich bin so gespannt. Jetzt will, ganz wichtig. Jetzt will ich direkt hier reinschauen und das verraten, aber ich darf nicht. Nein, alles zumachen, alles zu. So. Aber ich gebe es keinen Whistleblower. Ja? Hier. Ja, ja. Also unseren Gästen dürfen wir nichts verbieten. Falls du das machen wolltest, würden wir nicht stören. aber eben, Frauen sind schon auch ein Thema bei euch. Beim Namen The Beauty of Jemina, die Muse zu sagen quasi und dann Marianna. Habt ihr im echten Leben auch eine Muse, die euch zur Musik inspiriert? Ah. Also bei mir ist es nicht unbedingt in Form einer Frau, sondern die Musik selber einfach inspiriert mich immer wieder. Musik, also die Musik selbst? Und die dann Musik selbst inspiriert mich. Ja. Okay. Gibt es dann keine Frau an deiner Seite, die dich zu schönen Texten oder Melodien inspiriert? Ah, doch. Also, Texte schreibe ich natürlich weniger. Nein, ja. Frauen inspirieren auf jeden Fall. Das ist dann schon eher die Aufgabe von Michael, wenn es um Texte geht. Ja, ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir eine Muse oder so? Ja, also ich schreibe schon sehr lange Songs und es gab schon einige Musen in meinem Leben. Und aktuell? Erzähl mal. Meine Frau, meine Töchter, ja. Menschen, die mir begegnen, Situationen, andere Musik, Schmerzen, die ich habe, Narben, die in meiner Biografie immer wieder aufplatzen, die inspirieren mich auch extrem und da habe ich einen nie versiegenden Quell von Schmerz und Freude, der mir immer wieder den Kick gibt, da was draus zu machen. Ja, egal welches Erlebnis du hast, was du erfahren hast, man kann probieren, da was draus zu machen, dass dann irgendwie einem das Gefühl gibt, trotz allem am Leben zu sein und das Leben genießen zu können. Okay. Du hast auch erwähnt, als du einen Song von ihm gehört hast, dass es ein Thema gibt, das dich besonders beschäftigt. Kannst du das vielleicht ein bisschen noch genauer erläutern? Also von dem, was ich im Text verstanden habe, wo es darum geht, dass jemand sterben können, sollen, darf. Mhm. Ja, dass man ihm wünscht, dass er stirbt, vielleicht weil er unglaublich leidet, ja, oder um ihm zu erleichtern, auf die andere Seite zu gehen. Mhm. Da gab es einmal zwei, drei Zeilen, die mich an einen Song erinnert haben, den ich selbst geschrieben habe. Der heißt Go to Sleep. Okay. Und da ging es eigentlich um was Ähnliches, so wie ich den Text verstanden habe. Vielleicht habe ich ihn missinterpretiert. Aber es hat mich halt daran erinnert und habe ich gemerkt, ja, wir haben doch oft ähnliche Beweggründe für das, was wir tun. Und es gibt immer wieder ähnliche Bilder, die für uns alle gemeinsam sind. Habt ihr, jetzt frage ich mal die zwei Herren, die solche Songs geschrieben haben, solche Erlebnisse echt schon mal gehabt, wo es wirklich da konkret um eine Entscheidung ging? Oder ist es die generelle Debatte, die sowieso am Laufen ist? Nein, also nicht konkret, dass ich entschieden hätte, ob jemand jetzt also quasi wie so Sterbehilfe oder Entscheidung, das nicht. Aber natürlich im nahen Umfeld, dass ich schon Menschen begleitet habe auf dem letzten Abschnitt. Oder schön, das Avishai Kutai, das freut mich jetzt, oder er hat es jetzt so für sich etwas interpretiert. Man könnte auch sagen, dass das Ende der Liebe oder das Ende einer Beziehung, da wünscht man sich auch, jemand stirbt quasi im übertragenen Sinne. Und ich finde, das ist wichtig bei Songs, dass es einem wie gelingt, man kann irgendwo etwas beschreiben, was eben jeder vielleicht ein bisschen wieder anders für sich herausnehmen kann. Und natürlich ist das Thema Leben und das Gegenteil, Sterben, ist natürlich, ich denke nicht nur eben bei uns, wo wir eher vielleicht in der schwarzen Szene sind, aber ich denke, das ist bei jedem Song ist das wie so zentral. Das ist so die Kernthemen des Menschen.
Okay. Also ich spüre auch schon, wie bei beiden Bands ist eigentlich so, ich habe keine Angst, Themen anzusprechen, die vielleicht unbequem sind oder unkonventionell für die Zuhörerschaft. Und nach einer kleinen Pause werden wir noch eine weitere Kostprobe von einem Song zu hören kriegen von euch, The Beauty of Jemina. Und dann können auch die Leute wieder interpretieren und hören, was es gibt. Und ganz, ganz wichtig, dazu gibt es noch viel zu gewinnen. Wir haben einerseits Tickets von euch zu verlosen. Wir haben Musik-CDs zu verlosen. Und wenn du etwas abstauben möchtest, dann musst du unbedingt dranbleiben.